Was geht ab, liebe Anno-Freunde? DLC Nummer 10 für Anno 1800 mit dem schönen Titel Keim der Hoffnung ist veröffentlicht und neben vielen funktionellen Änderungen gab es diesmal auch ordentlich Content für Schönbauer. Was alles drin ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen hier zu diesem Schönbau-Übersicht-Tutorial-Video, wie immer ihr das auch nennen mögt. Ich schlage vor, wir gucken uns erstmal an, was Ubisoft Bluebyte uns da jetzt alles mitgeliefert hat. Und konkret geht es mir natürlich, wenn wir über Schönbau reden, um die Ornamente. Angekündigt über die Anno Union waren im Vorfeld 11 neue Ornamente, was natürlich schon mal ordentlich Content ist. Und ich gehe aber noch weiter und verspreche euch, es sind eigentlich noch viel, viel mehr. Gehen wir mal rein. Ihr braucht also, um diese Ornamente bauen zu können, die Obreros in eurer neuen Welt. Denn alle Ornamente beziehen sich natürlich auch, da sich ja der ganze DLC auf die neue Welt bezieht, nur hier auf die Südseeinseln und die neue Welt. Wird aber auch ein bisschen Zeit, dass man da schön bauen kann, denn da gab es ja bisher noch nicht so viel. Und dann müsst ihr hier dieses neue Menü, dieses Hacienda-Baumenü aufrufen, was ihr hier direkt rechts neben mir seht. Und da findet ihr dann hier die ganzen Ornamente. Und insgesamt sind das in der Tat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aber warum sage ich, es sind eigentlich noch mehr? Das zeige ich euch jetzt direkt. Wir gucken uns aber erstmal an, was gibt es denn eigentlich alles so. Wir fangen an, ich gehe einfach alles nach und nach mal durch, würde ich beschlagen. Und zwar haben wir hier als erstes eine ganz klassische Mauer. Ja, die also daherkommt hier auch mit so ein paar Beschädigungen und mit der könnt ihr also schön was einmauern. Das Tolle ist, ihr könnt jetzt hier sieben, hier unten könnt ihr das sehen rechts, sieben verschiedene Mauerteile durchbauen. Und zwar würde ich sagen, wir setzen die alle auch mal hier noch so nebeneinander, damit man sehen kann, was man wirklich alles bauen kann mit diesen Mauernstücken. So, dann hätten wir also hier oben das, hier haben wir das gerade Stück, das Endstück, wir gehen der Reihe nach durch, liebe Leute. Und zwar hier die 1 von 7, die drehen wir mal gerade, so, die 2 von 7, dann hier die 3 von 7, als nächstes natürlich die 4 von 7 und wir haben die 5 von 7, machen wir hier direkt die 6 von 7 draus, da die 7 von 7, so, und dann bauen wir hier noch einen hin für die 6 und dann seht ihr, okay, im Hintergrund die Mauer. Und das hier sind alles so die verschiedenen Teile. Was ich besonders cool finde an dieser Mauer ist eben dieses Stück hier. Und zwar haben sich ja viele Schönbauer immer schon beschwert, dass man ja bei Anno 1800 immer nur eckig bauen kann die meiste Zeit. Und dass diese Mauer dann jetzt hier quasi nicht mit einer Ecke, sondern mit einer Kurve daherkommt, das finde ich also schon ganz schön super, muss ich sagen. Damit kann man also seine Dörfer ein bisschen auflockern optisch. Ja, das ist also Mauer 1, da soll es aber nicht bei bleiben. Wir haben auch noch so eine, ja nicht wirklich Mauer, aber eine zweite Kolonnade nennen sie es, die dann so aussieht. Ja, wunderschön. Erinnert mich so ein ganz klein bisschen an Griechenland, fragt mich nicht warum. Und ich baue auch hier mal wieder mehrere hin, würde ich sagen. Guck mal, wie viel wir brauchen. Denn auch hier, wir brauchen nur 4. Gut, können wir wieder welche löschen, kein Problem. Denn auch hier kann man also wieder verschiedene Dinge bauen. Man kann also auch hier so eine Ecke bauen, Kurve in Anführungszeichen. Man kann hier so eine Kreuzung bauen und man kann schlussendlich auch so eine Dreierkreuzung bauen. Ja, also auch hier lässt sich wieder etwas schön einzäunen. Was ich hier besonders schön finde, schaut mal, seht ihr das? Da sitzen oben drauf Papageien, ja, auf diesen Kolonnaden. Wir gehen vielleicht mal ein bisschen anders näher dran, dann kann man es noch besser sehen. Ich gehe mal so und dann kann ich euch besser die Papageien zeigen, wie sie da oben drauf sitzen. Da sind sie. Das finde ich auch ganz schön süß, ganz schön cool. Die bewegen sich sogar so ein bisschen. Definitiv Daumen hoch. Coole Idee auf jeden Fall. Okay, gehen wir wieder raus und machen weiter und schauen uns an, was wir haben. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir haben eigentlich schon so und so viele verschiedene Ornamente. Ich würde trotzdem die Mauern mal zusammenfassen. Also haben wir, ne, Stand jetzt 2 Ornamente. Gehen wir weiter rein. Es gibt also für die Mauer, die wir hier drüben gebaut haben, so ein schönes Türchen, was wir einbauen können. Mit oben ein paar Glöckchen dran, wie so ein Stadttor. Ja. Und dieses Ornament wäre dann Ornament 3 unserer Auflistung. Es gibt noch was für diese Art Mauer, nämlich noch ein anderes Tor. Bauen wir das mal da hinten hin hier. So ein kleines Nebentor würde ich es vielleicht nennen. Also wenn das der Stadthaupteingang ist, dann ist das hier vielleicht so der kleine Hintereingang, ja, wo man auch noch dann in die Stadt reinkommen kann. Das Coole ist, der hintere, der ist wirklich nur Ornament, der ist nicht funktionell. Der vordere hier, der ist echt mit Funktion ausgestattet, denn ich kann meine Straße damit durch die Mauer, durch das Tor bauen. Und das haben wir ja oft nicht gehabt, ne, bei Ornamenten, dass dann eben dementsprechend zwar dann Tor zu sehen war, wie bei dem hinteren, aber man konnte
konnte dann eben nicht ins Innere rein, ohne mal irgendwo eine Lücke in der Mauer zu lassen, weil sonst die Straßenverbindung abgerissen wäre. Das ist jetzt hier nicht so und das finde ich schon ganz schön cool, muss ich sagen. Ja. So, ich glaube, damit haben wir auch das Thema Mauern erstmal abgeschlossen und gehen weiter zu unseren schönen Verzierungsornamenten, die ich jetzt einfach mal hier oben drüber setzen würde, schlage ich vor. Und da gibt es direkt was ganz schön Cooles, nämlich hier das Hacienda Wasserbecken. Ja, ich liebe immer alles, was hier Verzierungen anno 1800 angeht, was in irgendeiner Form mit Wasser zu tun hat. Hier sieht man auch schon wieder die schönen Lichtreflexe, wie die sich da spiegeln. Ja, und das ist dieses Hacienda Wasserbecken. Wieder mit Animation, man sieht also die Menschen drumherum, die interagieren mit diesem Wasserbecken. Hier vor Kopf ist so ein kleiner Springbrunnen. Gehe auch mal näher ran, dass wir uns das so ein bisschen besser angucken können noch da. Ja, also vor Kopf der kleine Springbrunnen. Es schwimmen sogar teilweise Schwäne drauf oder drin. Ja, die tauchen gerade. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt tauchen. Normalerweise sitzen die oben drauf. Gut, ist so. Und auch hier wieder ein Papagei. Ja, also schick gemacht auf jeden Fall, würde ich sagen. Wo ist es hin? Wir gehen wieder raus. Da. Und das Tolle ist jetzt, jetzt kommt nämlich das Hacienda Wasserbecken einfach ein zweites Mal ins Spiel. Wir bauen das nochmal. Achtung. Und das meinte ich mit, wir haben eigentlich mehr Ornamente, denn hier könnt ihr jetzt durchschalten und auch wieder hier unten das 2 von 2er Wasserbecken auswählen. Und ihr seht, das verändert sofort seine Form. Wir haben also jetzt den Springbrunnen auf der einen Seite eliminiert und dafür quasi so symmetrisch das Ganze. Ja, und haben in meinen Augen einfach nochmal ein ganz ordentliches Ornament. Ganz neues Ornament. So, jetzt haben wir es. Ja, und damit haben wir also hiermit dann schon 2 Ornamente. Ja, wir werden insgesamt gleich, kann ich ja schon mal so ein bisschen spoilern, auf 16 Stück kommen, wenn wir so weitermachen. Denn es geht weiter mit diesem Ornament hier, dem Hacienda Blumenbeet, so heißt es. Gehen wir auch mal näher ran. Das sieht von weitem gar nicht so schlecht aus, wobei mich hat es nicht so vom Hocker gehauen. Ich finde, das ist von 11 Ornamenten bzw. 16, die wir jetzt hier kriegen, das Schlechteste, wenn man das so sagen darf. Ja, weil, schaut mal, da schwebt wieder doch einiges in der Luft hier. Ja, und irgendwie, ich finde es einfach total langweilig. Schaut mal jetzt hier oben drauf, diese Blume, die da angezeigt wird, warum die auch immer in der Luft schippt und so schräg ist, die ist jetzt nach links geneigt. Und wenn ich jetzt hier so rübergehe, verschwindet sie auf einmal und dann ist sie auf einmal nach rechts geneigt. Ah, ich weiß nicht. Also dieses Hacienda Blumenbeet, muss ich sagen, von 16 Ornamenten müsst ihr quasi eins abziehen, weil das zählt irgendwie nicht. Das finde ich persönlich nicht schön. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr als ausgewiesene Schönbauer vom Hacienda Blumenbeet haltet. Ich finde es nicht so pralle, aber muss ja auch nicht. Wenn von 16 eins nicht gut ist, haben wir immer noch eine super, super gute Quote. Gehen wir weiter und jetzt kommt wieder was, was mir echt gut gefällt. Nämlich hier die Hacienda Palme. Und ihr seht, das ist Hacienda Palme 3 von 3. Wir bauen also direkt mal noch 2 Hacienda Palmen. Dann nehmen wir hier die Hacienda Palme 1 von 3, wir nehmen die Hacienda Palme 2 von 3 und 3 von 3. Und jetzt kann man sehr schön sehen, wie unterschiedlich die jetzt hier eigentlich aussehen. Ja, wir haben also erstmal so eine kleine Palme, die mich mehr an so eine, ja, ich weiß es nicht, ich kenne mich da echt nicht aus biologisch, aber erinnert mich so ein bisschen an so eine Bananenstaudenpalme. Die hat aber eigentlich nicht so einen Stamm, ne? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus mit Palmen. Auf jeden Fall ist es so eine hellgrüne. Und dann haben wir hier 2 komplett andere Palmen. Ja, nämlich die haben wir eben nicht 2 komplett andere. Jetzt haben wir 2 komplett andere, ja. Wir haben dann hier so eine Palme, eine relativ große mit eher so, ja, so faserigen, gesplitterigen Blättern. Und hier dann nochmal wieder eine andere. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Palmenornamente zu bauen. Ja, deswegen, das wird wieder bei den 11 als 1 gezählt. Für mich sind es ganz klar 3 unterschiedliche Ornamente. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wir gucken uns erstmal alles an, was es gibt. Nämlich den Hacienda Kistenstapel. Und den baue ich auch direkt 2-mal. Hab Glück. Denn das hier ist Kistenstapel 1. Ne, das ist Kistenstapel 2. Ät nix. Wir gehen am besten mal rein. Da kann man sich's wieder besser angucken. Also, hier seht ihr, wir haben Fässer und so große Holzkisten. Ja, hier unten macht sich gerade noch ein Huhn zu schaffen. Das pickt da so ein bisschen rum. Also, das wäre Kistenstapel Numero Uno. Und dann hätten wir hier Kistenstapel Numero 2, ja, der dann daherkommt mit eher so weiß verpackten Kisten. Also, da kann man dann auch schön vielleicht den Hafenbereich mit irgendwie oder eben Lagerplatz rund um die Hacienda ein bisschen verzieren. Finde ich auch sehr schöne Ornamente, ja. Und dann geht es Schlag auf Schlag weiter hier mit der Bushaltestelle. Nein, nur Spaß, aber wir haben es im Stream schon so genannt. Ich finde, es sieht original aus wie eine kleine Bushaltestelle in der neuen Welt, ja, hier. So, stelle ich mich hier hin und warte dann dementsprechend auf meinen Bus. Nein, Spaß beiseite. Wir haben hier so eine kleine Hütte. Hinten dran stehen 2 Herrschaften, die sich unterhalten oder miteinander interagieren. So. Ja, also, das wäre jetzt das nächste Ornament.
Und es gibt aber immer noch mehr. Ihr seht hier, ne? Wir kriegen hier schon ordentlich was auf die Kette. Wir haben nämlich noch zwei Stück. Ich baue die jetzt einfach mal schon mal nacheinander. Wir haben die unterschiedlichen Heuhaufen und wir haben dann den Hacienda Karren. Ja, und zwar beim Heuhaufen gibt es wieder zwei. Hier, das ist Heuhaufen 2 von 2 mit so viereckigen Heuballen. Sitzt ein Hühnchen oben drauf, ja, kann man sehen. Und dann gibt es hier drüben mit zwei Hühnchen wie eher so ein Heuhaufen, ja, nicht ein Heuballen. Naja, und das letzte Ornament ist dann hier der Mann mit dem Karren, ja, Hacienda Karren. Gucken wir uns mal ein bisschen aus der Nähe an alles. Also hier die beiden Heuhaufen mit den Hühnern. Und hier dann der Hacienda Karren. Mit unserem, ja, weiß ich nicht, Jornalero eher, ne? Die Obreros waren ja immer weiblich. Genau. Und einem Huhn natürlich wieder, ja? Das mal so als Übersicht. Das sind also alle Ornamente, die wir haben. Und wenn wir jetzt durchzählen, kommen wir auf ganz entspannte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, und dann haben wir hier die Tore, 13, 14. Und wenn wir die Mauern als 1 nehmen, haben wir 15, 16 Ornamente drin im Season Pass Nummer 4 DLC 1 bzw. DLC 10 insgesamt für Anno 1800. Und ich finde, alleine das ist schon etwas, was sich richtig, richtig lohnt für Schönbauer, um dann in der neuen Welt zu verzieren. Wie ihr ja sicherlich mittlerweile wisst, bin ich ja kein ausgewiesener Schönbauer, lasse mir aber ja doch seit einiger Zeit immer mehr Zeit, auch mal eine Insel richtig schön zu verzieren, eine Insel nicht auf Effizienz, sondern auf Optik auszurichten. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal einen Versuch starten, hier einen relativ schnellen, zügigen, um einfach so ein paar Ideen zu geben, was man alles machen könnte. Und zwar dreht sich das alles um die sogenannte Hacienda und die gucken wir uns vorher nochmal an, die baue ich hier mal hin. Wer also wissen möchte, was es mit der Hacienda auf sich hat, der guckt sich mal das Video hier oben an. Da habe ich nämlich schon in den letzten Tagen ein Video zu gemacht. Da könnt ihr sehen, was die Hacienda aus dem neuen DLC denn kann, macht und wofür die gut ist im Endeffekt. Wir bauen mal schnell hier eine Anbindung an das Kontor, damit das so ein bisschen dieses Symbol darüber verschwindet, dass es keine Straßenanbindung hat. So, und das ist unsere Hacienda und tatsächlich finde ich, auch die kann man fast schon als Ornament durchgehen lassen, weil ich finde die richtig, richtig hübsch. Guckt euch das Gebäude mal an, ja. Das ist doch für so eine neue Welt, Region, Stadt, wie auch immer, Industrieviertel, was ihr bauen wollt, eine richtig tolle Sache, ja. Sehr, sehr detailliert mit vielen unterschiedlichen, ja, Gebäudetypen bzw. Gebäuden, ja. Wenn wir hier mal von hinten schauen, das Ganze, hier dann auch wieder noch mit Ornamenten verziert. Also die Hacienda finde ich ein richtig, richtig hübsches Gebäude. Wir gehen auch gleich mal noch näher ran. Man kann nämlich auch ein Stück weit reingehen tatsächlich in die Hacienda. Ich wollte euch die nur mal von allen Seiten gerade zeigen. Ja, also für mich ist das Ornament Nummer 17, die Hacienda, definitiv. Wir gehen mal rein. Zack, oh, ich bin sogar direkt rein, ne? Also ihr könnt hier nämlich dementsprechend, das war gar nicht beabsichtigt, ihr könnt hier durch den Vordereingang auf jeden Fall reingehen, ja, und habt dann hier den Innenhof. Da steht dann hier auf der einen Seite so ein Esel mit seinem Lastkarren, da wird, glaube ich, irgendwas verkauft, Frau mit Hund, ja, hier hinten wird ein bisschen geschnackt, ja, die Damen mit den Körben. Hier drüben haben wir in dem Gebäude, sieht man jetzt, ach, da ist jemand drin, guck mal, das war beim letzten Mal auch nicht so. Aber in dem Gebäude steht auch noch ein Esel und da sind Heuhaufen, er kommt da jetzt wieder raus. Hat gerade wahrscheinlich mal nachgezählt, ist der Esel noch da? So, wunderbar. Ja, hier wird ein bisschen sauber gemacht, noch mehr Esel. Also, Hacienda so als Handels- und Warengebäude, Wohnmöglichkeit in der neuen Welt. Finde ich ein sehr, sehr schönes Ornament, muss ich sagen. Ja, also, auch das definitiv kann Teil von Schönbau werden. Und jetzt könnt ihr natürlich eure bestehenden Städte, wie zum Beispiel, ich gehe mal gerade rüber, wie zum Beispiel diese hier, ne, meine neue Weltstadt, die könnt ihr natürlich mit diesen Ornamenten, mit den Mauern, mit den Kolonnaden, mit weiß ich nicht, was wir da alles gesehen haben, könnt ihr die natürlich verzieren. Ihr könnt aber auf der anderen Seite natürlich auch hingehen und sagen, hey, ich baue einfach mal so eine richtig, richtig hübsche Hacienda auf. Und das Tolle ist, die hat ja auch eigene Straßen hier drinnen. Da ziehen wir jetzt gerade mal eine Straße hier so raus. So, es gibt da extra eigene Hacienda-Straßen. Auch schon wieder wie so eine Art Ornament. Da gibt es noch eine zweite, die setze ich mal hier hinten daneben, so zum Vergleich. Ah, die kann ich nicht bauen. Warum kann ich die nicht bauen? Ach, die muss da dran anschließen. Alles gut. So. Ja, so, also es gibt diese Straßentyp hier, der einfach den Untergrund dieser Hacienda wieder aufnimmt. Diesen, ja, ich hätte fast gesagt Backsteinuntergrund. Ja, und dann gibt es hier diese Hacienda, die in der Mitte dann ja mehr so wie so eine asphaltierte oder schottierte Straße hat. So, und damit lässt sich natürlich jetzt richtig, richtig hübsch bauen. Gehen wir doch mal rein und nehmen einfach hier mal so ein bisschen die Ornamente auf, die wir da hatten. Da gab es ja auf der einen Seite, gab es da diese Palmen hier, die kleinen. Setzen wir da mal drei so vor.
ich muss mich immer versuchen, so ein bisschen frei zu machen von dieser Symmetrie und ich werde es jetzt doch wieder symmetrisch bauen. Ja, und dann gehen wir mal hier rein, hier rein, hier rein und bauen hier mal so ein bisschen hübsch. So. Dann habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, dass in der Hacienda auch Wohnunterkünfte, Wohnmodule vorhanden sind. Wir nehmen jetzt aber doch mal die kleineren, dass man ein bisschen besser drüber schauen kann. So. Und das Ganze dann mal, glaube ich, gedreht, oder? Oh, ich weiß es noch nicht. So. Ja, also da gibt es auch wieder verschiedene. Ne? Ihr könntet jetzt hier dementsprechend mit Steuerung bzw. Umschalt V könnt ihr durch die verschiedenen Häusertypen hier durchschalten. Seht ihr das? Ja. Das ist natürlich auch ganz cool. Auch schon wieder so eine Art Schönbau möglich natürlich mit. Nehmen wir mal die beiden. Ja. So, außenrum jetzt natürlich. Wir hatten gesehen, es gab doch dieses schöne Stadttor hier. Da gehen wir mal direkt hin. Zack. Oh, ich habe aus Versehen den Blaupause-Modus eingeschaltet. Dann bauen wir hier auf jeden Fall gleich mal so eine kleine Mauer drumherum. So. Können wir ja mal gucken. Sollen wir die direkt so nehmen hier? Oder wie machen wir das? Komm, wir nehmen die direkt so mit. Nach hinten. Soll ja nur so ein ganz kleiner Anlauf mal sein. So, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, auch mal irgendwo so ein Hacienda-Wassermodul aufzubauen. Jetzt überlege ich, ob ich den Springbrunnen nach vorne nehme. Ich glaube schon, oder? Komm, wir nehmen den Springbrunnen nach vorne auf jeden Fall. So, ja. Springbrunnen nach vorne da mit dem Hacienda-Wasserbecken. Und hier drüben ist dann vielleicht so ein bisschen unsere Warenlagerecke, nenne ich es mal, wo wir hier hinten dann den Karren stehen haben. Können wir jetzt hier ja direkt den anderen Heuhaufen noch daneben setzen. Wir nehmen auch die anderen Kisten mal noch mit. Ne, das war der Karren, das waren nicht die Kisten. So, da die Kisten hin. Zack. So zum Beispiel. Und vielleicht noch einmal so eine Palme, oder? Oder das tolle Hacienda Blumen, nein, komm. Ne, wir nehmen hier diese Kiste. Warte, dieses Häuschen, dieses kleine. Das war eins zu viel. So, dann haben wir da so ein bisschen die Ecke, wo die Waren, sag ich mal, aufbewahrt werden, ne? Gar keine Sache. Jetzt können wir hier vorne vielleicht, das wäre doch auch eine ganz schicke Idee, können wir diesen Weg einmal hier rumbauen. Zack, in die andere Richtung auch, ne? Weil ihr kennt mich ja, Symmetrie muss rein. So, und dann hier vielleicht einfach zugezogen, weiß ich noch nicht. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Gucken wir noch mal rein hier, was wir noch nicht verbraucht haben. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall gleich sagen, pass auf, dass wir hier hinten erstmal nochmal wieder einmal so eine gerade Linie ziehen. Zack. Und dass wir dann vielleicht auf jeden Fall hier an der Seite auch mal irgendwo noch ein Türchen reinbauen. Moment. Da kommt jetzt mal so ein Seitentürchen rein. Ne? So. Perfekt. Alles klar. Und dann wollen wir natürlich auch diese Ornamente hier noch benutzen. Gehen wir mal hin. Machen wir nur so ganz klein, komm. So. Ja, da kann dann irgendwas rein. Und außenrum geht natürlich die Mauer. So, das ist unsere Hacienda hier. Was bauen wir da noch rein? Da kann vielleicht dann das andere Wassermodul mal rein. Zum Beispiel so. Mit Palmen daneben. Mhm. Was gab es denn noch so? Guck mal, die lassen sich hier nicht bauen, leider. Schwierig. Okay, kein Problem. Wir gehen einfach rein. Wie gesagt, es soll ja auch nur mal so zeigen, wie schön man eigentlich jetzt hier... Ich denke, ihr habt da viel, viel bessere Ideen und ihr dürft natürlich gerne... Ah, guck mal, und jetzt habe ich genau dieses Problem. Ich kann diese Straßen hier nicht mehr benutzen, ja, weil ich dafür, und das machen wir jetzt auch, hier irgendwo so eine Art Eingang lassen müsste, damit ich mit den Straßen da reinkomme. Und das finde ich halt bei dem anderen Tor definitiv besser, ja. Gehen wir doch da mal einen vor mit. So, dann bauen wir da noch einen hin. Ach, das geht ja auch wieder nicht. Warte. So, ich glaube, wir nehmen dann aber die gleichen Palmen, oder? Sieht irgendwie schöner aus. So, machen dann hier einfach, komm, ist jetzt egal. Wir machen einfach mal schnell zu. So, was machen wir hier noch hin? Hier ist ja noch voll viel Platz. Wahnsinn, ja.
Wir haben, glaube ich, alles schon mal verbaut, bis auf das Blumenbeet. Ich weigere mich, dieses Blumenbeet zu verbauen. Dann machen wir auf jeden Fall vielleicht noch ein Türchen mal hin. So, da kommt noch ein Türchen rein. Alles klar. Und dann gibt es auf jeden Fall hier mal noch so, so. Und dann machen wir es einfach zu mit Straßen und dann gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, ist jetzt ein Schnellschuss so aus der Hüfte. Ja, aber das könnte zum Beispiel hier vorne, fehlt auch noch was. Guck mal gerade, was wir hier drinnen noch hatten. Ja, wir hätten natürlich jetzt auch hier irgendwie, weiß ich nicht, noch einen, guck mal, einen Hacienda-Lagerraum. Kriegen wir den irgendwie verbaut? Nee, ne? Dann hätten wir so auch irgendwie nicht eckig bauen dürfen. Aber theoretisch kannst du natürlich auch noch so einen Lagerraum jetzt irgendwie, der ist ja schön baut. Komm, den will ich jetzt noch mit rein haben. Wir machen das jetzt ein bisschen schnell anders. So, wir bauen den Hacienda-Lagerraum hier rein. Zack, hier vorne. Wenn dann irgendwann dieses Türchen sich hier mal verkrümmelt. So, drehen wir das so ein bisschen. Zack. Und dann gibt es halt hier jetzt nochmal eine Erweiterung der Mauer. So, dann ist das auch nicht ganz so komisch hässlich eckig. Und abschließend nehmen wir uns nochmal die Hacienda Straße. So, nur als Beispiel. Ja, also, so könnte man zum Beispiel jetzt auch hier so aus der Hüfte geschossen mal eben so eine kleine Schönbau-Hacienda hinsetzen. Ist jetzt sehr symmetrisch alles. Könnt ihr bestimmt viel besser, könnt ihr mir gerne auf meinem Discord, ihr findet den Discord-Link von mir auch unten, gerne mal Fotos unter Anno 1800 dann posten, wenn ihr Schönbau mit den neuen Ornamenten und Modulen hier getrieben habt. Aber so könnte das zum Beispiel jetzt aussehen und das ist jetzt auch alles möglich. Man kann natürlich auch noch die Obrero-Häuser, die es hier gibt, versuchen mit einzubauen. Ja, hier gibt es diese Obrero-Häuser von der Hacienda. Es gäbe die Farm, die kann ich natürlich vielleicht noch außenrum dann bauen, die Farmen. Es gibt eine Hacienda-Brauerei, die könnt ihr natürlich auch als optisches Element nutzen, wenngleich sie natürlich auch eine Funktion hat. Also ihr merkt, hier ist jede Menge möglich. Ich bin gespannt da auf jeden Fall auf eure Rückmeldung, auf eure Screenshots und verbleibe erstmal so und hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick jetzt hier damit zeigen und hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass sich dieses DLC für Schönbauer lohnt. Wie gesagt, gar nicht auszudenken, was hier noch in so einer Stadt möglich ist jetzt mit den Ornamenten. Wünsche euch viel Spaß damit, sagt danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Heinz.